Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe offscreen mal ein bisschen rumexperimentiert und auch ein kleines bisschen geplant, sodass wir hiermit auch irgendwann mal fertig werden. Damit wir uns jetzt nicht die ganze Zeit hier nur darauf stürzen, das zu machen und am Ende es vielleicht gar nicht funktioniert. Es funktioniert. Ich habe es ausprobiert. Es funktioniert tatsächlich. Es funktioniert sogar gut. Nicht perfekt, aber gut. Also unser Fungus-Schutzwall wird uns helfen. Und ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, dieses Gebiet noch zu sichern, weil das werden wir zeitlich einfach nicht hinkriegen. Aber wir werden es wahrscheinlich schaffen, dieses Areal noch für uns abzustecken. Und ich habe es auch ausprobiert, die Reichweite dieser Deep Ground Freezer reicht aus, um noch bis zum Rand der Karte alles runter zu sichern. Also haben wir eine Strategie. Es ist nicht eine so gute Strategie, wie die GDI hat mit ihrem Sonic Inhibitors, aber an die Dinger kommen wir halt nicht ran. Ja, hier oben liegen noch ein paar Angreifer rum, die sind mir aber relativ egal. Wollten ja uns angreifen, ist also schon an sich eine Unverschämtheit. Jetzt brauche ich einmal so einen groben Hinweis, wohin hier. Auf der Höhe, wo der hier rumliegt. Damit wir nicht zu viel abbauen. Das reicht nämlich, weil ein voll durchgelaufener Deep Freezer, der schafft es bis nach unten runter. Aktueller Radius 10,5, das ist genau ausreichend. Und wenn wir den hier platzieren, friert der genügend ein, dass dieses Moos sich nicht mehr bis zum Felsen weiter bewegen kann. Sollte zumindest so sein. Dann Heimatgebiet können wir auch direkt erweitern. Sonst werden unsere Leute sich nämlich nicht darum kümmern. Unser hübsches Lager nähert sich der Fertigstellung. Ja, und natürlich kommt jetzt eine Hitzewelle, weil, ne, genau. Hier noch jeweils einer hin. Also ich habe es sogar mit Hitzewelle ausprobiert. Dafür ist der God Mode tatsächlich gut genug. Diese Kombination aus Anti-Pilz, Anti-Tiberium-Wand und Deep Ground Freezer schafft es tatsächlich, das alles ja, fungusfrei zu halten. Jetzt werden wir aber das Lager erstmal ein bisschen vernachlässigen, damit die Leute hiermit weiterarbeiten, weil das hat gerade ein bisschen Priorität. Damit wir nämlich unter anderem auch die Ernteroboter endlich hiervon abziehen können, beziehungsweise sie dann endlich zu was einsetzen können, was nützlich ist, zum Beispiel halt Tiberium ernten.
Ich muss sagen, ich bin überrascht, wie lange die überleben. Okay, da ist jetzt einer weniger, der überlebt. So oder so haben sie sich aber einen schlechten Ort ausgesucht. Wo ist denn unser Stand an Bauteilen? 43, okay. Ich möchte, damit hier schon mal ein bisschen damit angefangen wird, schon mal hier einen Deep Ground Freezer installieren. Schlussendlich werden wir wohl auch nicht darum rumkommen, hier einen zu installieren. Ich habe schon überlegt, diesen Raum hier komplett umzuarbeiten und da würde sich das dann natürlich anbieten. Stahl 175, das ist verhältnismäßig wenig. Sache ist halt, diese Freezer brauchen nur locker 4 Tage, um komplett anzulaufen. Und in der Zeit müssen wir das natürlich alles trotzdem pflanzenfrei halten. Weil wir natürlich auch hier hin und wieder ein bisschen abernten. Also schlussendlich scheint es doch zu funktionieren mit dem Beton, weil ich bin mir da nicht ganz sicher, warum das anfangs nicht funktioniert hat. Ich vermute, es hat ein Stück damit zu tun, dass wir hier den Baum abgerissen haben. Aber vermuten heißt ja nicht wissen. Ich denke mal, wir können jetzt hier drauf verzichten. Das sollte alles soweit gestützt sein. Quartiere haben ja alle. Ja, Steven hat eine Attacke von Yamaritis. Frag mich nicht warum. Hätte ich mir eigentlich denken können, dass jetzt einer die geniale Eingebung hatte. Strukturen, Marmorblöcke. Bietet sich eigentlich an. Nämlich abreißen, dann legen wir hier einfach ein neues, besseres. Warum hast du nicht von dieser Seite noch... Das würde ja voraussetzen, dass unsere Leute logisch denken. Nein, nein, nein.
Ah ja. Sieht doch schon viel besser aus. Ach ja. Ja. Unglaublich, wie schnell das Zeug nachwächst. Der Rest kann uns erstmal ja egal sein, ne? Aber das... abschätzen, aber einer hier hin, einer hier hin. Ich würde eigentlich gerne darauf verzichten, jetzt schon wieder großartig hier bauen zu müssen, aber die Leute wenigstens Ruhe geben. Unwichtig. Also strommäßig ist das kein Problem, hier eine ganze Reihe bis hier unten hinzusetzen, weil das passt. Habe ich ausprobiert. Doch. Wir haben schon genügend eigene Probleme. Wir können uns jetzt nicht auch noch um das Viehzeug von anderen kümmern. Mein Plan wäre bis hier hoch. Sollten wir das zeitlich hinkriegen? Das hier noch mit abzusichern, ne, dann wäre das natürlich eine feine Sache. Aber momentan hat das hier halt erstmal alles Priorität.
nicht so tragisch. Wie sieht das denn hier mit dem Boden aus? Hey, schön. Dafür mache ich mir tatsächlich die Mühe. Und hier liegt schon Granit. Ja, und der muss noch, aber das dauert auch nicht mehr so lange. Der größte Kostenfaktor an diesem Schutzwall sind natürlich die Bauteile, die wir für die Kühldinger brauchen. Das ist halt so. Lässt sich nicht ändern. Wir natürlich jetzt einen Händler kriegen, der uns das Ganze noch abkaufen kann, was wir hier an Überschüssen haben. Wäre das natürlich was. Schlussendlich, so lange werden wir für den Wall gar nicht mal brauchen. Schon wieder? Ach, hier auch. Nur schön. Kann nicht schaden. 142. Es könnte eventuell nicht reichen. Insektenfleisch ist mir egal. Ach ja, die Hitzewelle natürlich, ja. Nicht so wild. Da. Strom haben wir noch mehr als genug, also in der Hinsicht brauchen wir uns mal keine Sorgen zu machen. Wenn ich davon eigentlich kein Freund bin, lassen wir unsere Leute einen Crafting-Robot wenigstens bauen. Ansonsten kommen wir nicht einfach nicht voran hier. Thank you.
Naja, und immerhin, die Mauer alleine bietet ja schon zumindest einen geringen Schutz. Wenn auch nicht unbedingt einen idealen, aber... Viele Bauteile sind das halt nicht. Hier, so gut wie nichts. Und hier noch welche. Hilft nur minimalst weiter. Und die Mauer. Ja, wenn man sich ein bisschen darauf konzentrieren kann, die zu bauen, dann geht es ja einigermaßen. Also mein Plan hierfür ist, definitiv so einen zentralen Block drin zu behalten. Da kann dann nämlich unter anderem auch die ein oder andere Kühleinheit rein. Sieht euch das an. Und natürlich auch hier für den Mittelbereich noch so ein paar Geschütze, vielleicht ein Obelisk von Nord. Hatte ich das nicht? Ne, habe ich offensichtlich vergessen auszuschalten. In dem Fall... das manuell machen. Sonst kommen die Leute nämlich auf die Idee, weiter zu putzen. Ja, dann bauen wir direkt hier unten hin. Und der reicht genau hier hin, sodass er verhindert, dass zu viel weggearbeitet wird vom Moos. Der hier sitzt auch schon, das ist gut.
Und die Hitzewelle ist vorbei. Wo ist dein Gewehr hingekommen? Ja, das. Sollte zumindest funktionieren. Ja, die typische Boomerloten-Kettenreaktion. Ne? Schön, dass wir mit dem Wall so gut und so schnell vorankommen. Improvisieren wir hier noch eine Lagerzone hin. Ich will hier nichts mehr aus dem Stapel rausnehmen. Obwohl, das kann ich einfacher. Ja. Component Assembly. Also können wir jetzt einfach denselben Auftrag dreimal einführen. Jetzt können nämlich drei Leute an Bauteilen arbeiten. Obwohl wir nur den einen Tisch haben. So, und die Zeit für die Episode ist wieder rum. Das heißt, es ist mal wieder soweit. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.